In diesem Video erkläre ich Ihnen die Hintergründe und die Zusammenhänge bei Einreichungen von Lastschriften im SEPA-Verfahren bei Lieferscheinabrechnungen oder Rechnungsstellungen. So, klingt jetzt relativ kompliziert, gar nicht so schlimm. Also, Sie wollen Lieferscheinabrechnungen, Sie wollen Rechnungen per Lastschrift vom Kunden einziehen, dazu müssen Sie ein paar Dinge beachten und dieses Beachten zeige ich Ihnen jetzt in der Kurzform. Wichtig, Punkt 1, unter Anwendungen, Buchhaltung und Konten müssen Sie natürlich Ihre dementsprechenden Girokonten anlegen. Die Girokonten, denen müssen Sie eine Kontonummer, Bankleitzahl, was ja noch gültig ist, eine IBAN und eine BIC versehen. Okay, das haben wir an unserer Stelle schon gemacht, wir haben diese Informationen hinterlegt. Wenn Sie nun 10 Konten haben, weiß natürlich Wabi Profi 3 nicht, auf welches Konto denn Lastschriften erfolgen sollen. Deswegen müssen Sie nun in den Systemeinstellungen, Administration Systemeinstellungen, Texte hineingehen. Dort gehen Sie auf Kontenangabe. Sie haben hier unten nun eine Liste mit Ihren verfügbaren Girokonten. Nun machen Sie einen Doppelklick auf das Konto oder auf die Konten, die übernommen werden sollen. Mache ich hier einen Doppelklick, mache ich nochmal einen Doppelklick, sehen Sie es, und nimmt Wabi Profi 3 die Kontoinformationen, die dann zum Ausdruck kommen. In unserem Beispiel haben wir die Situation, dass wir hier unsere Sparkasse Ilschwang da haben, mit unserer siebenstelligen Nuller-Kontonummer, wie auch immer. So, das heißt, Wabi Profi 3 braucht an dieser Stelle IBAN und BIC-Informationen. Die können wir übernehmen, Doppelklick drauf, dann schmeißen wir das raus, was wir nicht brauchen. So, und wichtig ist, dass IBAN zuerst kommt und danach BIC. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass diese beiden Informationen durch ein Komma getrennt sind. Was Wabi Profi 3 nicht kann, wenn Sie sagen, Sie haben 2 Konten, machen wir einfach mal diese Situation, und Sie sagen, ich will aber auf diesem Konto die Lastschriften durchführen, dann müssen Sie dieses Konto, auf dem die Lastschriften erfolgen sollen oder die Verbuchung von Einzügen erfolgen soll, immer nach oben stellen. Das heißt, wenn ich das so mache, ich füge das dann oben ein. Also so wäre es dann richtig. Okay. Also, aber wir und Wabi Profi 3 kann auch Informationen verwalten, der sagt, lieber Benutzer, du machst gerade etwas falsch. Okay, so, das mal, wir produzieren jetzt einen Fehler. Des Weiteren ist es wichtig, dass Sie in der Kartalkarte Meine Adresse hier eine Gläubiger-ID eintragen, die Sie von Ihrer Sparkasse erhalten. So, das sind jetzt die Grundvoraussetzungen. Nun gehen wir in die Kasse hinein und machen einfach mal einen Lieferschein oder 2, ist doch wurscht. Ja, will ich verkaufen. Ich habe zu wenig im Bestand, egal. So, jetzt gehen wir auf unseren Kunden, gehen mal hier zum Kundenstamm und gehen mal hier auf Bankverbindung. Wichtig, hier muss natürlich auch die Kontennummer, also die Kontonummer, eventuell die Bank, Bankleitzahl, IBAN und BIC natürlich vorhanden sein. Ganz wichtig. Des Weiteren müssen Sie in der Karteikarte Konditionen unterscheiden, ob es eine Firmenlastschrift sein soll oder eine Core, also B2B, Business to Business oder Core-Lastschrift, Firma zu Privatperson. Der Unterschied ist der, dass bei einer Core-Lastschrift eine Rückgabe, ein Widerspruchsrecht verfügt oder es ein Widerspruchsrecht gibt innerhalb von, nageln Sie mich jetzt bitte nicht fest, 8 Wochen. Bei einer B2B, Business to Business, haben Sie keine Möglichkeit oder hat der Kunde oder Ihr Kunde keine Möglichkeit, die Lastschrift zurückzuholen. Dazu müssen Sie allerdings aber auch dieses Lastschriftmandat bei der Bank, also dem Kunden, zusenden und der Kunde muss es bei seiner Bank einreichen. Aber für eine genauere Information einfach Ihren Bankberater fragen. In unserem Beispiel haben wir nun unsere Firma Autoschrabenmeier Hans und den Franz Reiner hier mit Lastschriftverfahren, also Mandaten, versehen. Bei dem Schrabenmeier Hans haben wir gesagt, dass es eine Firmenlastschrift, also B2B, sein soll und beim Franz Reiner ist es eine Core-Lastschrift. So weit, so gut. So, wir machen jetzt einfach mal, wollen wir, achso, wir haben einen Kunden schon ausgewählt, wir sagen bezahlen, Lieferschein, zack, fertig. So, wir haben jetzt ein paar Lieferscheine generiert mit 3 verschiedenen Kunden für den Zöppel Franz, der kein Lastschriftmandat bei Ihnen besitzt. Hier, ich bin eine Firma und das Autohaus Schrabenmeier Hans. So, wir haben jetzt hier Lieferscheine. Wabi Profi 3 kann natürlich nun auf Lieferscheinabrechnungen gehen und Sie können sagen, ich will alle Lieferscheine für einen Zeitrahmen, egal, abrechnen, Sammelrechnungen, abrechnen. Nun prüft Wabi Profi 3, hey Benutzer, du machst da gerade irgendwas falsch. Das heißt, wenn hier SEPA-Verfahren genutzt werden soll, sagt er, sagt Ihnen was Falsches, tragen Sie Ihre Gläubiger-ID ein, Ihre IBAN-Nummer ein und Ihre BIC-Nummer ein. Dann machen wir das. Also Gläubiger-ID, Administration, Systemeinstellungen,
meine Adresse, Gläubiger-ID. Wie gesagt, bekommen Sie von Ihrer Bank. Dann sagt er, ich habe keine Informationen zu IBAN, das heißt Kontenangabe. Denn, wie gesagt, Wabi Profi 3 weiß nicht, wenn Sie 10 verschiedene Konten haben, wohin das Geld fließen soll. Das heißt, das Empfängerkonto immer nach oben stellen. So, ich mache hier einen Doppelklick und ich nehme diese Leerzeichen raus, das ist wichtig. So, und was wir nun produzieren, wir brauchen ja auch die BIC. Im Inland zwar nicht, aber Wabi Profi 3 sagt, ich will es. Er braucht es einfach. Okay. Und wenn wir sagen, wir haben keine Bankleitzahl mehr als Angabe und keine Kontenangabe mehr, machen wir es einfach mal so. Was jetzt passiert? Wir haben zwar die IBAN, aber keine BIC. Lieferscheinabrechnung. Alle Lieferscheine des Zeitrahmens abrechnen, sammelrechnen. Und nun sagt er hier, tragen Sie Ihre IBAN und BIC-Nummer ein. Also das heißt, diese Informationen fehlen ihm jetzt. So, dann gehen wir wieder in unsere Systemeinstellungen, Texte hinein. Ich mache hier einen Doppelklick drauf und geben jetzt die richtige Information und lass jetzt mal Bankleitzahl und Kontonummer mit drinstehen. Oder ich nehme es jetzt einfach mal raus, weil das geht genauso. So, das heißt, wenn Sie sagen, ich habe es jetzt nur noch so. Und wenn wir jetzt Lieferscheinabrechnungen machen, dann soll es eigentlich gehen. Alle Lieferscheine, Abrechnungen, Sammelrechnungen, abrechnen. So, und jetzt macht er das auch. Das heißt, er übernimmt uns jetzt alles. Er kann die Informationen nun verwerten. Und wir haben jetzt nun die ganzen Lieferscheine bzw. Sammelrechnungen zu den jeweiligen Lieferscheinen. Und wir haben jetzt nun eine komplette Abrechnung eines Monats, eines Kunden oder von allen Lieferscheinen erstellt. So einfach.